Liebe Freunde, liebe Mitbürger, Mitbürgerinnen, es ist mal wieder Zeit, etwas zu der ganzen Infektionsthematik zu sagen. Es gäbe unendlich viel zu sagen. Ich könnte damit Stunden füllen, aber das schaut sich dann keiner an. Es kommt auch nicht an. Und ich beschränke mich mal im Moment auf das Wesentliche. Sie haben alle mitgekriegt, die Maskenpflicht ist gefallen und aus gutem Grund, denn unsere Politiker gehen ja nicht 1% Risiko ein, wenn es um den Infektionsschutz geht. Zur Vorgeschichte muss man einfach mal überlegen, dass der Mensch ja aus der Evolution entstanden ist, das heißt, er ist mit allem ausgestattet, was ihm das Überleben auch in schwierigen Situationen in der Regel ermöglicht. Und wenn eine Maske Sinn machen würde, dann hätten wir eine angeboren, so wie wir zum Beispiel eine Nase haben zum Atmen, die uns die Luft anwärmt und die uns mit den vielen Haaren die Luft auch filtert. Das macht Sinn. Maske macht keinen Sinn. Maske ist entwickelt worden, damit bei der Operation kein Schweißtropfen und kein Nasentröpfchen in das OP-Feld fällt und damit grundsätzlich auch, wenn einer niest oder hustet, nicht keine Keime durch den Raum fliegen, dort wo es steril sein soll. Es dient natürlich nicht dem Selbstschutz, sondern dem Fremdschutz und das muss natürlich in sterilen Situationen auch sein. So, und dann haben wir aber auch noch andere Masken, die sogenannten FFP2 und FFP3 Masken. Die sind entwickelt worden in der Arbeitsmedizin, um Menschen vor Feinstäuben vor allem zu schützen und machen dort auch sehr viel Sinn. Unzweifelbar kann man damit die Luft natürlich ein bisschen filtern und wenn man viel Glück hat, dann halten die Bakterien zurück und vielleicht zufällig ein paar Viren, aber zum Beispiel ein ausführlicher Artikel in der Zeitschrift Hygiene des Thieme Verlages, also das deutsche Standardblatt für Hygiene. Da gibt es einen langen Artikel von der Frau Professor Ines Kapstein, die wissenschaftlich mit vielen, vielen Quellen belegt, dass ein Maskentragen in der Öffentlichkeit unsinnig ist oder sogar gefährdend ist, jedenfalls keinen Benefit bringt. Jetzt haben wir das jetzt aber 2 Jahre durchgehalten, warum auch immer. Nun ist es dringend an der Zeit, damit aufzuhören, weil natürlich jetzt durch die sinkenden Inzidenzen und auch die deutlich abnehmende Gefährlichkeit des aktuell laufenden Erregers, des Omikron-Erregers, eine Maske keinen Sinn mehr macht, aber eben Gefahren bietet. Die Gefahren liegen darin, dass der Austausch von Viren zwischen Menschen evolutionär gewollt ist. Das dient dazu, ihr Immunsystem up to date zu halten. Das ist praktisch so wie ihr Computer, der so alle paar Tage ein Update kriegt, damit er die neuesten Viren kennt. Ja, genau das ist es. So muss ihr Immunsystem auch ständig ein Update bekommen. Und zwar nicht auf dem unnatürlichen Weg der Impfung, ist eine Möglichkeit, wenn es dringend erforderlich ist, sondern 90% des ganzen Immungeschehens läuft eben durch solche Updates, die durch Austausch von Erregern vermittelt werden. Das funktioniert aber nur, wenn Sie bitte endlich die Maske absetzen. Und ich bin persönlich schockiert, wenn ich einkaufen gehe. Ich werde zwar von allen höflich behandelt, obwohl ich keine Maske trage, aber ich sehe halt doch, dass in manchen Geschäften 90%, in den meisten aber über 50% der Menschen noch sinnloserweise an dieser Maske festhalten, die aber leider in der aktuellen Situation keinerlei Nutzen, aber ganz sicher Schaden bringt, indem sie die natürliche Funktion und die natürlichen Updates des Immunsystems verhindert. Bitte nehmen Sie sich zu Herzen, nehmen Sie sich ein Herz und
haben Sie einfach den Mut, die Maske wegzulassen. Wir Menschen leben seit Hunderttausenden von Jahren ohne Masken und wir werden das auch in Zukunft tun. Damit wünsche ich Ihnen guten Tag und einen schönen Frühling.